Seit 25 Jahren ist er schon hier auf der Bühne in Köln. Ein Entertainer besonderer Güte. Freuen wir uns auf Bernd Stelter. Hallo ihr Lieben, wie geht's euch? Wow, man hat das bis draußen gehört, dass es euch gut geht. Ist das ein schöner Anblick, herrlich, wenn man das so sieht. Wenn man das sieht, wunderbar, da merkt man sofort, ja, wieder in den Fastelovens-Modus umgeschaltet, Weihnachten ist vorbei. Und das bedeutet, 2015 ist vorbei. Sind wir mal ehrlich, 2016 kriegen wir klar besser hin, oder? Ich finde schon. Weil 2015, das war ja ungefähr so. Das Jahr 2015 ging nicht so begeisternd los. Beim Grand Prix d'Eurovision, da gab es Zero Punkte bloß. Bei VW ist Theater, die haben Qualm bis unters Dach. Der DFB zerrupft sich selber und die GroKo, die hat Krach. Und außerdem haben wir über einiges gelacht. War das ein schönes Weihnachtsfest? So friedlich und so mild. Im Garten neben dem Tannenbaum haben wir die Weihnachtsgans gegrillt. Das war doch wunderbar in diesem Jahr. Als Nachfolger von Pep Guardiola wird Ancelotti bald empfangen. Dabei hatte Lothar Matthäus schon mit dem Deutschlernen angefangen. Das war doch wunderbar in diesem Jahr. Maffei hat die vierte Ex, ist mit der fünften jetzt zu sehen. Wie lautete sein schöner Text? Über sieben Brücken musst du gehen, wenn das mal alles war in diesem Jahr. Die FIFA sperrt den Blatter endlich. Und das heißt in der Konsequenz, er fehlt bei der EM in Frankreich. Genau wie Holland übrigens, das war doch wunderbar in diesem Jahr. Ach ja. Ach, ist das nicht herrlich. In dem Jahr vorher, also im Jahr 2014, da hatte ich ja 25-jähriges Bühnenjubiläum. Ich hatte also sozusagen Silberhochzeit mit Ihnen. Aber in diesem Jahr, 2016, da habe ich Silberhochzeit mit meiner Frau. Ja. 25 Jahre verheiratet. Und nicht nur das. Immer mit derselben Frau. Ja. Und deswegen bin ich jetzt Ehemann-Profi. Ich kenne das Geschäft, ich kenne das Geheimnis der glücklichen Ehe. Männer, ihr dürft gar nicht erst versuchen, eure Frau zu verstehen, es hat keinen Sinn. Der liebe Gott in all seiner Gnade hat das damals so eingestielt, die Frauen verstehen die Männer und die Männer verstehen die Frauen nicht. Das ist so. Da müssen wir durch. Wir Männer können einfach nur einsehen, okay, Männer und Frauen sind unterschiedlich. Und Männer sind nicht in jeder Beziehung besser. Nein. Männer sind zum Beispiel wehleidiger als Frauen. Tja. Ja, nicht buh. Das müssen wir einfach eingestehen. Männer sind wehleidiger als Frauen. Wenn ich zum Beispiel an einer unheilbaren Erkältung leide, dann ziehe ich mich zum Sterben aufs Sofa zurück. Wenn meine Frau zum Beispiel Halsschmerzen hat, dann sagt die, ist mir doch egal, habe ich halt Halsschmerzen. Dann gehe ich in die Stadt, kaufe mir was gegen Halsschmerzen, eine Handtasche, ein paar Schuhe. Und der Hammer ist bei ihr, wirkt das. Wenn die von dem Einkaufsbummel zurückkommt, dann sind die Halsschmerzen weg. Das ist doch großartig, oder? Und weil ich das eingesehen habe, deswegen bin ich schon so lange so glücklich verheiratet. Man muss allerdings dazu sagen, ich bin auch schon sehr alt. Ich bin sehr alt. Ich bin so alt, ich habe als Kind noch draußen gespielt. Ich bin in dieser seltsamen Lebensphase zwischen gepflegt aussehen und gepflegt werden. Also wenn ich morgens ins Bad komme und schaue in den Spiegel, dann denke ich immer so bei mir, Mensch, denke ich dann, Mensch, wenn du gestern Nacht das alles erlebt hättest, wonach du heute Morgen aussiehst, das wäre geil.
Das ist nicht so. Ja. Ist aber nicht so. Ich bin einfach nur sehr alt halt. Ich bin so alt, ich habe meine Frau noch ganz normal kennengelernt, ohne Internet. Das ist heute undenkbar. Ich habe meine Frau noch ganz normal auf der Firmenfeier beim Wichteln gezogen. Ja? Heute haben die E-Darling, Elite-Partner und am schlimmsten ist Parship, oder? Parship ist ja in der Lage, mir einen kompletten Fernsehabend zu versauen. Da sitzt du, wie sich das gehört, in der Jogginghose vorm Fernseher, willst einen schönen Film gucken. Da kommt 20 Mal dieser Werbespot, 20 Mal. Und immer sitzt da diese bildhübsche blonde Ische. Bildhübsch, aber scheinbar schwer vermittelbar. Weil die sitzt da jeden Abend. Und die sagt immer den gleichen Satz, die sagt immer, alles, was mir zum Glück noch fehlt, ist der Richtige. Ich Parshippe jetzt. Ich Parshippe jetzt. Bis dahin geht's noch. Schöne Frauen kann ich angucken, das kriege ich hin. Aber dann kommt diese tiefe, sonore Männerstimme und die geht mir so auf den Sack. Die sagt dann immer, alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Parship. Alle 11 Minuten. Klingt gut, oder? Dann wollen wir das mal eben gegenrechnen. Ich habe das recherchiert. Parship hat ca. 5 Millionen zahlende Mitglieder. Alle 11 Minuten findet sich ein Pärchen, macht pro Stunde 6, sind über den Tag 144, macht im Jahr 52.560 Pärchen. Bei 5 Millionen zahlenden Mitgliedern sprechen wir hier über eine miese, mickrige Erfolgsquote von sage und schreibe 2%. 2% Wahrscheinlichkeit, dass du die große Liebe findest, bei der Kohle, die du da abdrückst. 2%. Moment. Moment. Der Bengel sagt gar nicht, alle 11 Minuten findet sich ein Pärchen. Nein. Der sagt, alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Parship. Ein Single. Na, wenn sich ein Single verliebt, dann ist das scheiße. Du brauchst mindestens 2. Und damit sinkt die Erfolgsquote nochmal von 2% auf 1%. Und die anderen 99%, die gucken in die Röhre. Und wenn die in die Röhre gucken, was sehen die da? Die bescheuerte Ische mit ihrem Ich-Parshippe jetzt. Da fallen dir doch die Chips aus dem Gesicht. Ja, ist doch wahr. Ja. Und wenn das schon nicht stimmt, dann sind die Mädels wahrscheinlich gar nicht so schön wie im Fernsehen. Dann sehen die wahrscheinlich eher so aus. Ich bin die Cindy aus Chorweiler, ich lieb Justin Bieber und RTL so sehr. Ich bin seit 15 Jahren Single, denn für meine Größe bin ich etwas zu schwer. Ich treff die Männer aus Chorweiler, ja Abend für Abend, doch da ist nix dabei. Ich such mir lieber einen aus Nippes, aus Mülheim, aus Borz, Ihrefeld oder Shanghai. Parship wird kommen und das bringt mir den einen und der zeigt mir dann seinen Landsitz am Fühlinger See. Parship wird kommen und meinen Traum erfüllen, so'n coolen Kerl zum Chillen im 3er BMW. Glück haben wir eine Frau, die hatte Parship nie nötig, die wird Parship niemals nötig haben. Die ist jetzt 10 Jahre im Amt, hat 3 Männer verschlissen, ist jetzt mit dem 4. zusammen. Die Raute der Beständigkeit, die attraktivste Kanzlerin, die wir je hatten. Denn unser Angela, die sieht das so. Es ist immer noch dasselbe Kanzleramt, wo ich jetzt seit 10 Jahren sitze. Da hab ich wechselnden Herren besucht, gerade ich, das ist kein Witz. Erst Steinmeier, dann kam der Guido und jetzt ganz aktuell hab ich einen kleinen, dicken Knuddelbär, das ist der Sigmar Gabriel. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Schananananana. Nach jeder Wahl gibt's einen neuen, da sage ich Gott sei Dank. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Schananananana. Und in Gabriel wirke ich richtig schlank. Ja.
So, jetzt bitte mal ganz, ganz, ganz ehrlich. Wenn ich das vorher nicht erwähnt hätte, hätten Sie denn gedacht, dass unser Angela schon 10 Jahre Kanzlerin ist? Ist das wirklich 10 Jahre her, dass ich hier oben gestanden habe und habe Witze gemacht über ihre Frisur und jetzt ist sie schon 10 Jahre im Amt? Ja, das ist wirklich wahr. Und das ist exakt der Grund, warum ich mir fest vorgenommen habe, niemals Witze zu machen über die Frisur von Donald Trump. Wenn wir mit den 10 Jahren an der Backe haben, da haben wir ganz andere Probleme. Obwohl, die Witze wären super, oder? Donald Trump, der einzige Mann weltweit, der seine Frisur noch selbst gejagt hat. Dieser konservative Politiker, der immer ein bisschen so aussieht, als sei ihm ein Wiesel auf dem Kopf explodiert. Nein, nein, keine Witze über die Frisur von Donald Trump. Es ist zu gefährlich. 2015. Kann sich noch jemand von euch an das Wort des Jahres 2015 in Deutschland erinnern? Flüchtlinge. Und was war das Wort des Jahres 2015 bei den Flüchtlingen? Deutschland. Ja. Ich meine, es gibt ja Leute, die sagen, in der ganzen EU haben sowieso nur Deutschland und Schweden Flüchtlinge aufgenommen. Das stimmt so nicht. Nein, das ist übertrieben, aber es geht stark in die richtige Richtung. Aber jetzt muss ich ehrlich sagen, jetzt am Wochenende hat ja dieser große EU-Gipfel stattgefunden und da haben sich endlich alle Staaten bereit erklärt, jetzt wirklich auch ihr Kontingent aufzunehmen. Gut, manche haben kleine Bedingungen daran geknüpft, aber ich freue mich trotzdem, Ihnen mitteilen zu können, dass die Finnen sich besinnen, die nehmen jetzt auch Afghanen, doch nur die mit blauen Augen und mit schönen blonden Haaren. Die Slowaken nehmen syrische Familien gern mit Kind, solange Vater und auch Mutter Hochschulprofessoren sind. Und die Polen nehmen jeden. Einschränkung ist lediglich, dass er im Vatikan geboren ist und fließend Polnisch spricht. Und die Briten sagen Welcome, dem der Fußball spielen kann, beim Elfmeterschießen trifft und mal die Champions League gewann. La 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 la. Wenn du in Köln in eine Kneipe gehst und da sitzt einer so griesgrämig in der Ecke, dann lässt man den nicht sitzen. Dann geht einer auf den zu und sagt, passen Sock, du Mutzepuckel, mare freundlich Gesicht, mach ein freundliches Gesicht. Und dieses mare freundlich Gesicht, das hat schon zu manchem schönen Abend geführt. Wenn Menschen in Massen ihr Land verlassen, um vor Terror und Angst zu fliehen, ihre Habe den Schleusern überlassen, weil sie sonst keinen Ausweg sehen, dann macht Orban in Ungarn die Grenzen dicht, auf dem Balkan wachsen Zäune. Die Slowakei klagt vor Gericht, das ist Europa heute. Wir lassen das Licht an, obwohl es nicht leicht ist, Mauern und Zäune haben wir schon gehabt. Auch wenn im Wir schaffen, das vielleicht ein Vielleicht ist, wir haben freundliche Seeische Maat. Das freundliche Gesicht erwarten wir auch von Ihnen. Achtung vor Frauen, eine offene Hand. Und wem das nicht passt, der kann gleich wieder gehen. Den anderen herzlich willkommen im Land. Vielen Dank. Danke Ihnen, das tut sehr gut. Das tut sehr gut. Fehlt noch das neue Lied. Ich habe mir überlegt, wir brauchen endlich wieder einen neuen Karnevalsschlager mit einem hochintelligenten Text und mit Rock'n'Roll. Für den hochintellektuellen Text müssen wir erstmal die Vokabeln üben. Da ist zunächst mal die wichtigste Vokabel Dubi Sunda Domis. Dubi Sunda. Dubi kennen Sie noch von Frank Sinatra? Dubi, dubi, du, la, da, da, di, da, ja. Sunda kommt aus dem afrikanischen Jazz, aber wenn Sie die Stadt Sundern im Sauerland kennen und lassen hinten das N weg, geht auch. Dann haben wir Dubi Sunda und dann das schöne Domis. Also zusammen Dubi Sunda Domis. Alle Dubi wunderbar. Und dann der Genitiv davon, der ist Domi Sundu. Domi Sundu. Alle? Ja, wenn Sie das können, können wir den Refrain schon zusammen singen. Der geht so. Ich will da sein, wo der Domi Sundu. Ich will da sein, wo der Domi Sundu.
Ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ja, ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ich will da sein, wo du bist und der Dom ist. Wenn Sie ohne Vokabeln lernen, hätten Sie es nie hingekriegt, oder? Markus, legen wir los. Ich war in jedem Land und ich war in jeder Stadt. Ich war da, wo man kam, war im Pyjama. Ich war in dieser Kneipe, nur ein helles gab es nicht. Da stand ich dumm da mit meinem Blitzer im Gesicht. Ich war schon überall und es war überall Dresden. Ich will da sein, wo du bist und der Dom ist. Ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ja, ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ich will da sein, wo du bist und der Dom ist. Rock'n'Roll! Ich war schon in dem Land, wo die Mädels immer Lust haben. Und ich war da, wo die Bären drei Haare auf der Brust haben. Ich fuhr hundertmal hin und hundertmal zurück über dieselbe Rindsbrück. Ich war schon überall und es war überall Dresden. Ich will da sein, wo du bist und der Dom ist. Ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ja, ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ich will da sein, wo du bist und der Dom ist. So, jetzt brauche ich eure Hilfe. Ihr müsst einfach nur immer antworten. Ich will da sein, wo der Dom ist und du. Okay? Auf dem Drachenfels oder in Kathmandu. An der Donau und am Ganges und am Blue Bayou. Außer Bahi hab ich noch Sand im Schuh. Selbst Bocklemünd gehört noch knapp dazu. Ich sag es nur noch einmal, also hört gut zu. Ich will nur noch eins und das bist du, 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 du. Ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ja, ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ich will da sein, wo du bist und der Dom ist. Ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ja, ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ich will da sein, wo der Dom ist und du. Ich will da sein, wo ihr seid und der Dom ist. Ihr wart wunderbar, danke euch. Feiert schön! Begleitband von Elvis Presley, das Orchester Markus Quot. Jalli, Freunde, das war Bernd Stelter. Und er ist ein Narr, der den Spiegel vorhält, nicht nur der Politik, sondern auch den Menschen. Und das alles umsetzt musikalisch, ein musikalischer Kabarettist. Bremer von Etze, Kölle, Bernd Stelter, Markus Quot. Herzlichen Dank.